Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 2. Ja, im letzten Part haben wir 3 Sublevel gekillt, 9, 10 und 11. Und jetzt gehen wir mal auf die letzten 3 zu. Ja. Ich bin mal gespannt. Bau der Träume Sublevel 12. Oh Gott, wir sehen ganz viel Gift. Da bin ich sehr froh, dass wir noch weiße Pikmin haben. Wir sehen ganz viele Frösche. Aber glücklicherweise noch nichts, was uns angreift direkt. So, ich würde sagen, wir machen erstmal hier diese Wand auf. Oh nein, oh nein, oh nein. So ein Vollidiot rennt hier rum. Okay. Hier ist irgendwas. Zumindest nichts, was uns irgendwie auf die Pikmin runterfällt. Das ist schon mal praktisch. Gut, wir haben hier einen Haufen Gifthöhlen. Ich gucke mich hier schon mal um. Ja, unser Schatzometer sagt natürlich gar nichts aus. Oh, hier fallen Steine runter. Das ist sehr gut, dass ich hier schon mal durchgelaufen bin. Ach, geh weg. Aua! Du willst doch jetzt nicht wirklich hier hinkommen. Hallo. Ja, danke. Ja. Ganz schön groß und giftig hier. Dann haben wir hier nochmal eine Mauer. Da auch noch. Wo ist denn der Ausgang? Ach, da hinten. Okay. Wow. Ja, und um rauszufinden, wo der Schatz ist, müssen wir wahrscheinlich erstmal den verrückt gewordenen Vollidioten da kaputt machen. Gut. Ich möchte erstmal ein bisschen Gift entfernen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Hier ist zwar nichts Besonderes im Augenschein, aber vielleicht ist hier ja doch noch irgendwie ein auszugrabender Schatz oder sowas. Schaden kann es auf jeden Fall nicht, den Kram wegzumachen. Jetzt hier. Ja, nee, das schon kaputt machen. Danke. So. Der Punktkäfer-Kollege hier ist irgendwie so ein bisschen fickerig. Der läuft hier immer wieder hin, aber ich will den eigentlich noch gar nicht kaputt machen. Eigentlich möchte ich eher erstmal hier rein. Und dabei hoffen, dass der... dass die Pfeife mir nicht meine Pikmin klaut. Das war schlecht. Hier ist ein Punktkäfer. Direkt am Aufgang. Ich hoffe, wir locken den jetzt nicht an. Aber ich wollte hier erstmal die Geysire wegmachen. Ja! Deutschland hat gewählt. Meiner Meinung nach nicht das Richtige. Aber gut, da hat natürlich jeder seine eigene Ansicht von. Scheiße! Hier könnte ich austricksen, oder? Wow, 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 wow. Shit. Okay, wir machen jetzt folgendes. Bring dich jetzt mit weißen Pikmin um. Oh, cool, der hatte auch einen Schatz. Wunderbar. Dann war das ja gar nicht so schlecht, den jetzt umzubringen. Auch wenn wir 2 weiße Pikmin dadurch verloren haben. Ja, Deutschland hat gewählt, genau. Meiner Meinung nach das Falsche. Ich bin überhaupt kein Fan von der CDU. Ich meine, ich bin zwar... also ich habe zwar überdurchschnittlich... ein überdurchschnittliches Gehalt für mein Alter. Sagen wir es so. Ich will es jetzt auch nicht zu übertrieben ausdrücken. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht reich oder sowas. Eigentlich bin ich alles andere als reich. Und, naja, aber das Problem hat ja jeder, ne? Mehr Geld geht, ist immer gut. Wie auch immer. Ey! Komm wieder. So. Jetzt haben wir dich. Du warst der Einzige von euch, oder? Ja, sehr gut.
So, dann nehmt doch mal hier diese kleine Dose mit. Ja, und das weiß ja eigentlich jeder, dass die CDU schon Politik mehr für Reiche macht. Und also gerade wenn es darum geht, die Steuern für wohlhabendere Leute hochzuschrauben, da würde ich definitiv nicht reinfallen. Aber, ne, so prinzipiell. So, da sind immer alle für, außer die FDP und die CDU. Und ich finde, das ist eigentlich das Gerechtfertigste überhaupt. So, wir haben ein endloses Depot mit Baby Clams. Sind das Muscheln oder was? Ja, ich glaube schon. Miesmuscheln oder so. Ich liebe übrigens Miesmuscheln. Es gibt hier noch einen Schatz. Und wo? Das werden wir jetzt gleich bestimmt rausfinden. Beziehungsweise der Kapitän wird das mal eben rausfinden. So, hier schlägt nichts aus. Hier oh. 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 Das sieht so aus, als könnten wir hier irgendwas ausgraben. Dann kommt doch mal alle bei mich bei hier. Weiße Picken haben wir noch, oder? Ja. Also, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der krasse Sozialdemokrat, der sagt SPD und nichts anderes, ne? Aber ich denke, die SPD hätte in unserem Fall Deutschland besser getan. Ja? Ich glaube es. Natürlich kann ich es auch nicht. Ich meine, ich bin kein Politikwissenschaftler oder sowas, ja? Aber ich bin mir da eigentlich relativ sicher. Naja. Ist halt meine Ansicht. Ich denke, da sollte jeder seine eigene Ansicht haben. Ich habe die SPD nicht gewählt. Ich habe anders gewählt. Ja. Eine universelle Spielerei. Aber im Endeffekt ist ja noch alles offen, wer an die Macht kommt. Vielleicht gibt es ja doch eine große Koalition und die SPDler haben da noch ein bisschen mitzuspielen. Man weiß es nicht. Ich glaube, das wissen die Parteien selber noch nicht so genau. Ja, ich hoffe, es wird irgendwas Gutes. So. Diesen Sublevel hätten wir auch geschafft. Hoffe ich. Ich habe da jetzt gar nicht so hundertprozentig drauf geachtet. Gut, Sublevel 13. Prinzipiell der letzte Sublevel vor Ende. Und wir haben hier eine ganze Menge Punktkäfer. Okay, der ist laut Schatzmeter ziemlich irrelevant. Alter Vater. Ich gehe das mal mit. Ui. Mit dem Captain auskundschaften. Also die sind alle ziemlich uninteressant. Interessant ist er hier. So, und ich würde gerne den da machen. So. Bam. Gut, damit hätten wir den Schatz. Wenn es der einzige ist, bin ich sehr zufrieden. Schuhpolitur. Cordovan. Nettogewicht 1,5 Unzen. 31 Gramm. Die Alien-Plakatwand. Gut. Ja. War der einzige Schatz. So. Gut. Ja, der Part ist noch nicht lange, aber ich würde den Bosskampf auch gerne erst im nächsten Part machen. Sprich, ich gehe jetzt schon mal runter und wir gucken uns das einfach mal an. So, rein. Moment, nochmal kurz checken. Ja, kein Schatz mehr. Wunderbar. Wir wollen tiefer vordringen, natürlich. Das war ein sehr einfacher Sublevel. Man muss natürlich auch da ein bisschen Glück haben, dass man direkt den ersten Käfer trifft. So, Bau der Träume, Sublevel 14. Das sieht schon nach einem absoluten Endraum aus. Letzter Level. Und da sehen wir auch Louis schon.
Was wir jetzt tun, ist erstmal alle Pikmin in Sicherheit bringen. Denn dieser Endboss verlangt von uns alle Kräfte, die wir nur irgendwie aufbringen können. So. Wir stellen jetzt alle Pikmin hierhin, außer die gelben. Ja, ich hoffe, die kriege ich hier irgendwie rausgepickt. Das hätte ich vielleicht besser hier machen sollen. So, ich habe alle dabei, gut. Und zwar nehmen wir dafür den Captain. Ich hätte gerne nur die gelben. So, Olimar schnappt sich den Rest. Und geht damit nach hinten in die Ecke. Denn die müssen alle in Sicherheit bleiben. Wir brauchen sie nachher noch. Ja. So. Captain. Gut. Wir starten den Kampf. Oder wir gehen erstmal zu Louis. Moin. Ist das Louis, Herr Präsident? Ich habe Louis lokalisiert. Er ruht sich auf einem riesigen Schatz aus. Er ist tatsächlich ganz allein in solche Tiefen vorgedrungen. Verlangen ist wahrlich eine Macht, die es verdient, gefürchtet zu werden. Aber Louis bewegt sich nicht. Ob er seine letzte Kraft verbraucht hat, indem er in diese Tiefe vorgedrungen ist? Schnell, vielleicht ist es noch nicht zu spät. Auf zu Louis' Rettung. Ja, retten wir Louis. Hey. Oh nein, was ist das? Was ist das? Eine Riesenspinne. Verdammte Scheiße. Okay, das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und bis zum nächsten Mal. Keep gaming und ciao.